Hallo zusammen, guten Morgen. Samstagmorgen, 6 Uhr. Eine ideale Zeit, das Frühstücksmüsli vorher noch schnell mal zu fotografieren, oder? Das Video ist jetzt ISO 400, Blende 2.9. Ich bin also hier wirklich nur bei Zimmerbelichtung. Sorry, dass die Qualität von dem Video nicht so hoch ist, aber wenn ich die Videolampe anmache, dann kann ich das nicht so gut machen. Ich will euch zeigen, dass es Foodfotografie mit ganz einfachen Mitteln geht. Man muss nichts Spezielles haben. Ich habe jetzt hier überhaupt kein Equipment stehen, keine Videolampe, kein Blitz, kein gar nichts. Es geht auch bei Zimmerlicht und ohne jegliches Hilfsmittel. Ich habe jetzt hier stehen die Sony A7 II mit dem 15 mm Carl Zeiss, aber das geht natürlich mit jeder Kamera. Es hilft, ihr seht, ich habe die Kamera auf dem Stativ, das hilft natürlich, weil jetzt hier wenig Licht ist, dann muss ich nicht ISO so hochschrauben. Ich könnte natürlich mehr Licht machen oder ich könnte natürlich auch die Kamera nur auf den Tisch stellen oder whatever, also wenn du kein Stativ hast, dann sei halt kreativ oder schaff mehr Licht. Und natürlich kann man sowas auch mit jeder Kamera machen, mit dem Handy oder sowas, das spielt überhaupt keine Rolle, ich werde auch gleich ein Handyfoto machen. Nebeneffekt von dem Stativ ist, dass man sorgfältiger arbeitet. Also, ihr wisst selbst, wie das ist, ne? Schnell Foto gemacht und gut ist. Sobald ich auf dem Stativ bin, bin ich viel langsamer, viel sorgfältiger. Und drehe noch ein bisschen und gucke noch ein bisschen und mache ein paar Bilder mehr und vergleiche die und so weiter. Also mir geht das jedenfalls so. Ich arbeite sorgfältig. Also Produktfotografie und Foodfotografie geht ja in dieselbe Sparte rein. Mache ich bevorzugt auf dem Stativ, einfach weil ich sorgfältiger schaue. Ja, das kennst du wahrscheinlich. Machst ein paar Bilder und dann lädst sie auf dem Mac hoch oder auf dem PC hoch und dann sagst du, ja, richtig gut wäre das nicht. Und diesen Effekt habe ich hier schon viel früher, finde ich. Das ist meine Art und Weise. So, was ich hier aufgebaut habe, ist einfach eine Schale mit Obst. Und Essensfotografie hat ja mehrere Komponenten. Neben dem reinen Essen, was du fotografierst, ist halt auch immer die Komposition drumherum sowas. Dazu muss ich sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich bin da nicht gut drin, wirklich nicht. Ich mache das auch nicht oft. Ich habe einfach nicht die Geduld für sowas. Und weil ich es nie mache, bin ich da nicht gut drin oder sowas. Also ich bin da wirklich mit dir auf Augenhöhe. Ja. Und deswegen darf ich das sagen, es gibt keine Ausrede, das nicht mal ein paar Mal zu machen. Und umgekehrt hat jeder Freude an Essensfotografie. Also das gibt immer viele Likes und so, weil wir essen alle und wir freuen uns dran, gerade wenn man was Exotisches macht, wenn man Sushi macht oder wenn man essen geht und so weiter. Und alles, was du hier machst, kannst du natürlich auch im Restaurant machen. Halt mit dem Stativ ein bisschen dezenter sein oder auf Stativ verzichten, aber sonst kannst du natürlich auch da machen. Sorry. So, also, was ich hier also stehen habe, ist die Schüssel mit Obst. Und dahinter liegt einfach noch ein bisschen Obst, das sind Bananen, das ist eine Kaki. Und hier sind ein paar Kerzen an. Wenn ich jetzt nämlich mal die Kamera anmache, dann habe ich jetzt hier, ich bin im manuellen Modus, ich bin auf ISO 200, ich habe Blende 2.2 bei ein Viertel. Und wenn ich jetzt hier ein Foto mache, dann sieht man zum Beispiel, und das habe ich jetzt bewusst so gemacht, die Kerzen selbst sieht man eigentlich gar nicht unbedingt, man sieht aber die Reflexion der Kerzen auf dem Obst. Und auf der Schale. Und das hat den Vorteil, dass es optisch einfach ein bisschen angenehmer aussieht, wenn da noch so Lichtreflexionen sind. Was du auch siehst, ist, das Licht, mein Licht kommt einfach von da. Das heißt, ich habe hier jetzt einen runden, großen Schatten von der Schale. Den habe ich ein bisschen gesoftet durch die Kerzen. Ja, wenn ich die wegnehme, ist es ein bisschen dunkler. Und wenn ich das, ich nehme sie mal weg, noch weniger haben will, dann kann ich ein Stück Alufolie nehmen oder halt so einen Silberreflektor und kann den natürlich hier hinstellen. Und kann das natürlich ein bisschen aufhellen. Das geht nicht komplett. Aber es geht natürlich so ein bisschen. Oder ich kann hier eine zweite Lampe hinbringen, oder ich kann das Licht von oben bringen und so weiter. Da kann man beliebig kreativ sein. Zu dem wichtigen Punkt vielleicht noch Blickwinkel. Das ist mir auch aufgefallen bei euren Fotos. Das machen sehr viele. Man geht quasi so von oben aufs Essen rauf. Das kann man machen. Häufig sieht das aber besser aus, so ein bisschen leicht von schräg vorne, quasi so, du sitzt und guckst auf dein Essen runter, also ein bisschen so der schräge Blickwinkel. In der Höhe ein bisschen spielen, aber prinzipiell ist so ein bisschen so leicht, so 30 Grad ist es wahrscheinlich ungefähr, von leicht schräg oben runter. Und dann natürlich ein bisschen spielen mit der Höhe, mit dem Abstand, mit der Komposition. Ich habe zum Beispiel das Obst dahinter liegen, da kann man sagen, das ist zu viel, und nehme ich die Bananen doch wieder weg, weil die auch nicht so die Farbe reinbringen. Dafür fallen die Kerzen dann jetzt vielleicht ein bisschen besser auf. So, da noch einen hinstellen für eine Reflexion. Jetzt habe ich eine zusätzliche Reflexion hier drauf. Hier liegen so Zierkürbisse im Hintergrund noch. Ich habe die Kerzen drin und die Kerzen geben jetzt natürlich so ein bisschen Bokeh-Power. Da hin, so. So vielleicht.
Also ihr seht, man kann da sofort beliebig viel rumspielen. So, vielleicht, jetzt habe ich halt die Kerzen im Hintergrund. So, wenn jetzt meine Sony noch schafft zu fokussieren. Da jetzt. Oder. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei 55 mm Blende 2.2. Dadurch habe ich relativ viel Unschärfe drin. Das muss man natürlich nicht machen, das ist auch nicht zwingend gut. Da ein bisschen aufpassen, da nicht verrückt werden mit viel Freistellen, sondern ich gehe mal auf Blende 5. So, ne? So Blende 5. Jetzt habe ich natürlich eine längere Belichtungszeit, in dem Fall eine Sekunde. Und der Hintergrund ist jetzt natürlich mehr mit dem Fokus. Dieser Bokeh-Effekt verschwindet so ein bisschen etc. Also damit kann man spielen. Spiel auch mal mit der, wirklich mit dem Zoom. Weil je mehr Zoom du hast typischerweise, je nachdem welches Objektiv du hast und so, kannst du den Bokeh-Effekt eventuell noch verstärken. Dann auch damit spielen, wie ihr den Hintergrund dekoriert, wie ihr das anrichtet. Mit Licht spielen, definitiv. Darauf achten, ihr braucht Schatten. Und gerade wenn ihr jetzt im Restaurant seid oder bei euch im Wohnzimmer das Licht so ganz, ganz super diffus ist, dann habt ihr irgendwann gar keine Schatten mehr. Und das ist meistens nicht so gut, weil es braucht halt immer so ein bisschen, um Kontur zu haben. Damit das Essen Kontur hat, braucht es halt auch Schatten. Eine Möglichkeit ist, so wie ich das jetzt gemacht habe, Kerzen anzustellen, damit man Reflexionen hat. Dann hat man halt auch wieder hellere Bereiche und dunklere Bereiche. Das hilft schon mal. Und jetzt kommt mein Licht halt wirklich alles von der Seite. Dadurch habe ich auf dieser Seite Schatten. Und ich habe es gesagt, wenn ich das nicht möchte, dann halt eben Reflektor dazu oder den Effekt verändern, zusätzliche Reflexionen auch reinmachen, weil alles, was jetzt hier kommt, zurückreflektiert, erhält die Seite ja nicht nur, es sorgt auch dafür, dass dann in der Mitte ein bisschen Schatten ist. Ihr könnt hier eine Videolampe hinstellen, etc. Also damit auch ein bisschen spielen. Also ihr seht, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll, es ist eigentlich nichts dabei, es ist überhaupt nichts dabei. Wenn man sich ein ganz klein bisschen Mühe gibt, darauf achtet, schräg von oben zu kommen, die ganze Sache so ein bisschen entschleunigt, indem man halt sich zurücklehnt und das ein bisschen in Ruhe macht, statt nur schnell einen Schnappschuss zu machen. Und der Rest ist super einfach. Ja. In dem Sinne, viel Spaß mit eurer Essensfotografie. Und wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Videos dazu. Eins werde ich heute noch drehen bei Tageslicht. Viel Spaß. Tschüss.